in der Verfassung auch publiziert hat, wo steht, Ueli Maurer war ein guter Bundesrat. Zur Erinnerung, Ueli Maurer war der Mann, der im Namen des Bundesrates zig Milliarden verbrannt hat und weitestgehend den Mund gehalten hat. Er hat einmal von den Freiheitstrichlern ein Chutteli angezogen, hat dann nachher gesagt, er habe nicht gewusst, was das ist. Schaut, Ueli Maurer war mit Abstand der beste Bundesrat, den wir hatten während Corona, und trotzdem war halt auch gleichzeitig einer der 7 beschissensten Bundesräte, die die Schweiz jemals gehabt hat.